Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus der Kaufmann und der Papagei. Heute kommen wir an eine Stelle des Buches, wo in der deutschen Ausgabe einige wunderschöne Bilder zu sehen sind. Nämlich, ich zeige es mal kurz, so eins und so, es ist fast wie ein persisches Comic. Und dies hier, wunderbar, ganz schön. Und die Geschichte heute ist auch eine wunderschöne Geschichte. Sie heißt Die schmutzigen Nester. Eine Taube wechselte ständig ihr Nest. Der scharfe Geruch, den die Nester im Laufe der Zeit entwickelten, war für sie unerträglich. Darüber beklagte sie sich bitter bei einer weisen, alten, erfahrenen Taube. Diese nickte mehrmals mit dem Kopf und sagte: Durch ständigen Wechsel der Nester änderst du nichts. Der Geruch, der dich stört, kommt nicht von den Nestern, sondern von dir selbst. Another story in English, and today, as I told the German audience before, there's no pictures in the English edition, but there were these fantastic, colorful pictures that I showed you in the German edition. And the story of today is called The Dirty Nests. A dove was constantly changing her nest. The strong smell that the nests had developed over time was unbearable for her. She complained about this bitterly as she spoke with a wise, old, and experienced dove. The latter nodded his head several times and said, By changing your nests all time, you don't change anything. The smell that bothers you does not come from the nests, but from you. So, maybe you can take a little time and think about which smell comes from you and if it's a good one or a bad one. Und ich wünsche euch, dass ihr euch ein bisschen Zeit nehmt heute und dass ihr einfach mal drüber nachdenkt, welchen Geruch ihr denn absondert. Und ob das ein Wohlgeruch ist oder ein Todesgeruch. Also dann bis morgen, einen schönen Sonntag noch und einen guten Start in die neue Woche. Come back tomorrow for a new story out of the Merchant and the Parrot, Oriental Stories as Tools in Positive Psychotherapy, written by Nosrat Pezeshkian. Tschüss!